Dort und morgen könnt ihr angemessenen Transport auftreiben. Für uns. Die Engel des Imperators auf jeden Fall bestimmt immer. Morgen könnt ihr denn ein Transportmittel fliegen? Fliegen wird schwierig, Milord. Fahren kann ich. Ah, fliegen wäre sinnvoller, weil wir müssen wahrscheinlich den halben Planeten umkreisen. Ich könnte sicherlich einen der Rekruten dazu beordern, uns zu fliegen. Wir sollten auf jeden Fall einen vertrauenswürdigen Piloten auswählen. Wenn ihr da einen Tipp habt, wäre das willkommen. Vielleicht sollten wir einen Shuttle vom inquisitorialen Schiff ordern. Das wäre auch eine Möglichkeit. Vielleicht sogar die beste, Milords. Ihr habt doch die Fahrzeuge und die Raumschiffe hier gesehen. Sie werden niemals einem Astartes standhalten. Noch ein Grund mehr, die Inquisitorin anzufunken. Bruder Arminius, wie denkst du der Einladung des Prinzen nachzugehen? Ich denke, dass wir keine Zeit für formelles Auftreten haben. Ich denke allerdings auch, dass uns diese Einladung zu einem verdächtigen Zeitpunkt erreicht. Was denkt ihr, Brüder? Ich muss dir eigentlich zustimmen, obwohl die Worte der Einladung gut gewählt sind. Für mich sind das viel zu viele Worte für eine solch kleine Aussage. Er will uns treffen und er hat Informationen. Bitte gereicht. Und selbst wenn es eine Falle ist, ist eine missglückte Falle nicht gleich eine Spur, die wir aufnehmen können? Morgen, du weißt, dass Allewis, der 83. ein verschlagener Staatsmann ist, ein Diplomat, der mit allen Wassern gewaschen ist. Und er steht so ein bisschen in Konkurrenz zu dem Lord General, dadurch, dass das jetzt eine Festungswelt ist. Er selber als Prinz wäre so etwas wie ein Lord Gouverneur, aber militärisch regiert ist es zurzeit der Lord General eben. Und damit sind sie beide in einer direkten Konkurrenz zueinander. Mhm. Milords, falls es Sie interessiert, es gibt einen kleinen Machtkampf auf der Welt zwischen dem Lord General und dem Prinzen. Könnte dies der Versuch sein, uns in einen internen Machtkonflikt hineinzuziehen, um unsere Untersuchung zu behindern? Ich hoffe nicht. So etwas, was wir mit mir uns nicht befassen sollten. Doch eventuell Informationen zu erhalten, die diese Welt betrifft, könnte gegebenenfalls von diesem Herrn von Vorteil sein. Dann halten wir es auch auf die Gefahr hin, dass es eine Falle sein mag, mit den Worten des Sola Makarios. Viel Feind, viel Ehre. Zum einen und welche Falle konnte uns bis jetzt aufhalten? Die größte Gefahr darin besteht tatsächlich, dass er nur unsere Zeit verschwendet. Die größte Gefahr besteht darin, dass er den Lord Brahl gegen uns aufbringt. Nichtsdestotrotz werden wir es tun. Bruder Arctarius, besprecht auf dem Weg unser weiteres Vorgehen und offene Fragen mit der Inquisitrix. Nun, denke nicht, sagt Arminius, während er das vollständig verwüstete Zimmer betrachtet, dass es hier noch mehr zu erfahren gibt. Dann sollten wir uns nicht hier weiter aufhalten und das nächste Ziel in Angriff nehmen. Was machen wir mit der Sprengfalle, Milords? Nimmt sie mit. Eventuell könnte sie uns irgendwo mal hilfreich sein. Würde poetischer Gerechtigkeit gleichkommen, sie gegen die einzusetzen, die sie einst gelegt haben. Und im schlimmsten Fall bringen wir, und wenn wir sie nicht brauchen, bringen wir sie zurück und können sie weiteren Untersuchungen den Tech-Adepten des Inquisitionsschiffs übergeben. Frage ganz oft, wie groß ist dieses Ding? Die Mine? Die Sprengfalle? Ja. Wenn du sagst, die kann einen Teil dieses befestigten Doms mitnehmen. Die ist so groß wie deine gepanzerte Hand. Okay, Plasma-Bombe. Was das geht. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Ja, also die Kiste nehme ich auch mit und auf dem Weg durch den Shuttle oder wann ich auch immer die Zeit finde, versuche ich da ein wenig Gift zu konservieren.
Man weiß nie, wann man das gebrauchen kann. Um es selbst gegen den Giftmörder zu legen. Gut. Dann könnt ihr wieder in Richtung... Wohin? Zur Inquisitorin oder wollt ihr das per Funk nur machen? Ja, genau. Kein Grund für ein persönliches Treffen, oder? Ja, Funk und vielleicht gleich ein Shuttle beordern, damit wir etwas haben, was Astartes auch tragen kann. Hätte ich zumal, wir für ein Treffen erst in den Orbit müssten. Nee, sie ist auf dem Planeten geblieben, auf der Landeplattform. Ach, sie ist nicht wieder... Okay. Sie ist auf der Landeplattform geblieben. Ja, dann ist sie ja noch in normaler Kommunikationsreichweite, ne? Ja, genau, das geht über euer Helmvox. Ja. Na gut, dann funke ich sie an. Ja, was können wir für euch tun? Wir haben einige Nachforschungen angestellt und eine weitere Falle entdeckt, eine Sprengfalle in dem Quartier des verschollenen Inquisitors. Und uns sind neben der Sprengfalle, die übrigens außergewöhnlich stark war, also auch dazu geeignet war, selbst uns zu verletzen. Ein weiterer Mordanschlag auf mich also. Möglicherweise. Also, ich möchte euch nicht beleidigen, aber eine deutlich kleinere Sprengladung hätte euch auch getötet. Deswegen vermute ich, diese Sprengfalle war für uns vorgesehen und nicht für euch. Nun, wir müssen mit Vorsicht vorgehen. Wer auch immer dafür sorgt, dass wir den Spuren folgen. Er ist sich dessen sicherlich gewiss, dass wir ihm folgen. Vielleicht weiß er nicht, wer wir sind, aber dass wir da sind. Könntet ihr uns irgendwie mit Aufklärungsmaterial unterstützen oder selbstständig versuchen, diese Astartes aufzuspüren, die sich auf dem Planeten aufhalten soll? Wir können versuchen, die Telekommunikation der Festung anzuzapfen. Das sollte uns mit unserem Rosarius möglich sein. Ja, das wäre hilfreich. Des Weiteren haben wir noch etwas herausgefunden, und zwar einen Namen Dyne, D-Y-N-E. Ist das ein Mitarbeiter des verschollenen Inquisitors gewesen? Korrekt, Lazel Dyne. Er ist Unterhändler, so bezeichnete er ihn einst, ein erfahrener Gelehrter, der sich mit Xenos-Artefakten auskennt. Viele Implantate, die er an seinem Kopf trägt, meistens verbirgt er sie unter wallenden Roben. Er war ein Akolot von ihm. Und er ist ebenfalls verschollen? Er war zumindest mit auf diesem Planeten. Ich habe noch nichts weiter von ihm gehört. Vielleicht lebt er noch, ich weiß es nicht. Okay. Des Weiteren haben wir noch einen merkwürdig kryptischen Text gefunden, der sich darauf bezieht, auf einen Ort oder einen Gegenstand Xenotaf. Und wenn mich mein Wissen nicht trübt, ist das ein Gegenstand, der irgendwie mit dem verstorbenen Achillus zu tun hat. Dann meint ihr den Xenotaf, ja. In der Hauptstadt Kartir. Dort befindet sich ein gewaltiges, es sollte wohl einmal eine Kathedrale werden, allerdings hat man das nicht weiter verfolgt. Ein riesiges Monument, was man tatsächlich auch vom All aus sehen kann, von der Leere. Ihr könnt das besuchen. Es gibt zwar drumherum einige Holzbauten, aber es ist ein Pilgerort. Nun, ich sehe im Moment noch nicht die Relevanz, warum wir diesen Ort besuchen sollten. Habt ihr eine Idee, warum? Nun, ich bin mir nicht ganz sicher, was ihr oder wo ihr Informationen zu dem Xenotaf gefunden habt. Dann könnte ich euch vielleicht helfen. Brüder? Milord, das Buch heißt so. Unter dem Xenotaf. Genau das. Könnte sein, dass er etwas unter dem Xenotaf gefunden hat. Oder eventuell einen Eingang, der vielleicht in dieses Objekt hineinbetrifft. Wir sollten eine Untersuchung hinten anstellen, denn sie wird Aufmerksamkeit der Bevölkerung auf uns ziehen. Des Weiteren haben wir noch eine Einladung von dem Prinzpräfekt bekommen und sind uns noch nicht ganz einig, ob das sinnvoll ist für unsere Ermittlungen.
Was meint ihr? Ich übermittle ihr mal die Nachricht. Was haltet ihr davon? Hochgeschätzte Krieger des Gottimperators, ihr würdet mir eine große Ehre erweisen, wenn ihr euch mit mir auf der Spitze der prächtigen imperialen Burg treffen würdet. Ich weiß, dass es Männer unter Bedeutung, eurer Bedeutung immer an Zeit mangelt, doch ich kann euch erfrischende Knappheit der Worte und mein unvergleichliches Wissen über Orte, Leute, Geschichte dieses bescheidenen Planeten als Lohn für eure Mühen versprechen. Euer gebenster Diener, Prinzpräfekt Allevister, 83. Nun, das klingt zumindest so, als möchte er uns helfen. Er kennt diese Welt und war damals, als der Kreuzzug hier ankam, der führende Herrscher des Planeten. Ist also schon länger als der Lord General hier. Ich gehe davon aus, dass er ordentlich durchleuchtet wurde, weil man hat ihn ja als Anführer belassen. Selbstverständlich. Er sorgte dafür, dass der Planet die imperialen Lehren angenommen hat und dass wir den Planeten umformen konnten. Andere würden es vielleicht als Ausbeuten bezeichnen, aber wir konnten hier unsere Festung aufbauen und die Arme dann relativ schnell mit seiner Hilfe versorgen. Er ist also dem Imperium treu ergeben. Brüder, ich denke immer noch, dass die Astartes unsere Hauptaufmerksamkeit fesseln sollten. Die Astartes folgen dem Inquisitor. Finden wir ihn, finden wir sie. Nun ja, aber ein Inquisitor ist schwieriger zu finden als Astartes. Bislang haben wir allerdings keine Hinweise auf ihren Aufenthaltsort, wohl aber auf die Nachforschung des Inquisitors. Also werden wir ihnen fürs Erste folgen. Das Problem ist, es könnte auch sein, dass er bereits oder sie bereits den Ort wieder verlassen haben. Wenn der verehrte General es nicht kontrollieren kann, wer hier ankommt und wer hier geht, das ist schon etwas seltsam. Naja, gut, Astartes kann er nicht kontrollieren. Würden wir uns kontrollieren lassen? Nein, aber ich sage einmal, ein Schiff, was Astartes transportiert, sollte auch definitiv von Sensordaten erfasst worden sein. Wenn sie den Orbit bereits verlassen haben und sich nicht mehr auf diesem Planeten befinden, denke ich, haben wir auch wenig Hoffnung auf Erfolg unseres Primärziels, um die Informationen zu beschaffen. Denn wie es scheint, scheinen sie sehr darauf bedacht zu sein, dass eben jene Informationen nicht in die Hände von anderen gelangen. Das sehe ich auch so, ja. Und doch haben sie besagte Informationen hier belassen, anstatt sie zu vernichten. Vielleicht haben sie diese Informationen auch nur nicht gefunden und andere mitgenommen. Euer Helmvox wird einmal angefunkt und eine Durchstellung vom Lord General will erfolgen. Lord General, wir hören. Nun, meine Tech-Priester haben selbstverständlich uns direkt auf die Suche begeben. Das ist mir natürlich sehr peinlich, dass mir... Ich konnte natürlich nichts davon wissen. Aber wir haben die Spuren des Thunderbirds aufgenommen. Unsere Datenbanken, die Sensoraufzeichnung der Zitadelle, haben den Flugvektor bestimmt. Sie sind vor einer Woche zum Kenotaph aufgebrochen. Hab Dank für eure Kooperation, Lord General. Wir werden der Sache nachgehen. Und dort befinden Sie sich immer noch? Dazu können wir nichts sagen. Verzeiht. Aber das Fluggerät ist nicht wieder gestartet? Flugvektoren sagen zumindest, dass sie direkt die Hauptstadt Kartier angeflogen haben. Von dort aus erfassen sie zumindest unsere Sensoren nicht. Verstehe. Solltet ihr etwas brauchen, sagt Bescheid. Einen eigenen Thunderbird vielleicht? Haben wir welche auf der Angelos Invictus? Ja, habt ihr. Danke, wir danken, wer schneller hier wäre, ne? Wir danken euch für das Angebot, lehnen allerdings ab. Wir sind bereits mit Transport gesegnet. Wir danken euch ebenso für eure tatkräftige Mitarbeit und werden euren Hinweisen mit allem Eifer nachgehen. Und damit trenne ich die Leitung. Nun, ich glaube, unser Ziel steht nun fest. In der Tat. Tut es, aber sie haben eine Woche Vorsprung. Dementsprechend wird es uns nicht mangeln, heraus in Erfahrung zu bringen, ob dieser Prinz tatsächlich noch Informationen für uns hat. Wenn ich es richtig verstanden habe, befindet sich der Prinz auch in der Hauptstadt. Wir suchen zuerst den Kenotaph auf. Auf die geringe Wahrscheinlichkeit hin,
dass sich unser Ziel noch dort befindet. Also so wie ich es verstanden habe, würde sich der Prinz in einer Bergfestung aufhalten. Und hier sind wir in einer Bergfestung. Der Prinz befindet sich in einem der oberen Türme hier. Oh. Und sollte er Informationen über Kenotaph haben, die uns nun einen Vorteil verschaffen gegenüber unseren Brüdern, den anderen Space Marines, die sich bereits auf den Weg gemacht haben, dann sollten wir diese einholen. Vielleicht können wir uns kurzzeitig aufteilen, dass eine Gruppe unser Fluggerät bereit macht und die andere den Prinzen kurz aufsucht. Und auch wirklich ein wenig auf die Schnelligkeit drückt oder drängelt. Wenn wir es wahrhaftig mit Dienern des Erzfeindes zu tun haben, ist dies keine gute Idee. Wie meinst du? Ich übergehe diese Frage. Ja, der Helm von Gabriel wendet sich auch in deine Richtung, nichtssagend. Aber nichtssagend, viel aussagend. Nun. Sollten wir den Prinz schnell aufsuchen, Fragen stellen und dann sollten wir dringend aufbrechen. So sieht es aus. Und das Thunderbird können wir ja bereits von unserem Piloten startklar machen lassen. Requiriert, wenn ihr sowieso daran seid, einen Auspex. Er könnte helfen, weitere Fallen ausfindig machen. Lasst uns aufbrechen. Jede Zeit, die wir verlieren, haben diese Underworld Marines weiteren Vorsprung. Und dann geht's los. Eine Treppe, zweiten, drei Treppen. Der Prinz bewohnt eine Zimmerflucht in einem der obersten Stockwerke der Zitadelle. Perfekt schallgedämpft, sodass ihr, wenn ihr nach oben kommt, die großen Teppiche, in denen eure Servostiefel einsinken, von den lauten Geräuschen dort unten nichts mitbekommt. Keine marschierenden Armeen, keine dröhnenden Fahrzeuge, ihr werdet durch nichts gestört. Und könnt nun auch erkennen, dass hier weniger Soldaten, sondern viel mehr Diener anwesend sind, die allesamt parfümiert sind. Und könnt dann in einen Raum treten, in einem Fangszimmer des Prinzen, mit vielen Luxusgütern ausgestattet, von fernen Welten geschmückt, fast wie ein Freihändlerschiff. Über dem Kamin befindet sich ein großes, beeindruckendes Silberwappen mit einer schlafenden Raubkatze darauf, was wohl auch das Wachssiegel war, was Octavius gebrochen hat. Und wenn ihr dann eintretet, verbeugt er sich vor euch, wie es ja ganz staatsmännisch sich gehört, wenn man mit Engeln spricht. Willkommen, willkommen, meine noblen Gäste. Ich warte erst, bis er sich wieder aufrichtet und ziehe dann meinen Helm ab und befestige ihn am Gürtel. Wir sind eurer Einladung gefolgt. Sprecht. Ja, er schaut sich einmal um, betrachtet eure Gesichter, wenn ihr denn die Helme abgenommen habt oder es auch nicht getan habt, aber bleibt dann auch in Rüstung kleben und versucht sie zu lesen, als würde er sie deuten können. Der Balkon... Arminius sieht aus, als würde er ungeduldig werden, aber er sagt noch nicht. Der Balkon, an dem er steht, hat einen atemberaubenden Ausblick auf den grauen Himmel, über die nackte Erde. Ihr könnt dann auf dem Beistelltisch noch erkennen, dass dort eisgekühlt einige Weinkelche liegen, die wohl auch für eure Servohandschuhe gefertigt worden sind, sodass man dann selbst... ohne die auszuziehen, dann von dem köstlichen Nektar kosten könnte. Dazu könnt ihr noch sehen, wie es köstlich gebratenen Bekrin-Otter gibt und so lange, schwere Spieße mit Fleisch darauf. Nun, ich weiß ja, dass uns die Adeptus Astartes nur die Ehre geben, wenn es um absolut wichtige Geschehnisse geht. Wie kann also ich euch, der bescheidene Prinzpräfekt Karlax, bei eurer enorm wichtigen Mission assistieren? Ich fange Tordals Blick auf und nicke in Richtung des Buffetaufbaus. Ich muss lachen. Ich ziehe so ein bisschen die Augenbraue hoch, gucke das hin, guck dann mit den Schultern. Und ja, bevor ich überhaupt was irgendwas greife, werde ich erstmal gucken, ob hier nicht noch irgendwas passiert ist, was vielleicht nicht sein sollte. Wir wurden nämlich schon einmal versucht zu vergiften. Ja, du nimmst deinen Helm ab, streichst ihn nochmal durch deinen Bart, ziehst die Nase hoch und es riecht nicht nach irgendetwas wie Gefahr, nicht nach Giften oder nach Säuren, sondern einfach nur nach blumigem Duft von
von Räucherkerzen, von Parfüm, von lecker gebratenem Fleisch und saftigen Soßen und nach Alkohol. Ja, ich nicke dann meinen Brüdern zu, dass dies wohl alles in Ordnung zu sein scheint. Also ich verneine, weil das ist mir zu dekadent. So, und nimm mir dann einfach mal so eine, wenn das sowas wie eine Keule ist, einfach die Keule abbauen. Ja, kannst du so einen riesigen, ein Glas, so einen riesigen Spieß nehmen. Ja, und nimm mir dann auch gleich einen Krug von dem Wein. Ja, sehr gut. Der lächelt und wartet selbstverständlich ab, verbeugt sich noch einmal vor dir. Uns stehen selbstverständlich wichtige Ressourcen zur Verfügung, beispielsweise die planetaren Verteidigungsstreitkräfte, solltet ihr sie brauchen, oder ein gewaltiges Netzwerk von Augen und Ohren, die überall auf dem Planeten verteilt sind. Fragt und ihr sollt es bekommen. Über internen Funk frage ich meine Brüder, sollten wir ihnen nach den beiden Astartes fragen, ob sie uns aufspüren können? Du bist dir darüber im Klaren, dass Arminius dich nicht hören kann. Sollte. Ach so, ja, du hast deinen Helm abgesetzt, stimmt. Ja, ich habe ja trotzdem den Funk, weil ich laufe die meiste Zeit ohne Helm durch die Gegend. Ich nicke dann, vielleicht wäre das keine falsche Idee. Du hörst also, wie er dabei am Kauen ist, so ein bisschen. Ich halte die Idee für nicht besonders gut. Sollte er weitere Astartes-Krieger hier gesehen haben, wird er schon selbst mit der Information herausrücken. Aber bei dem, was wir herausgefunden haben, sollten wir doch den Schleier darüber wahren. Dann könnten wir vielleicht nach dieser Unterwasserstadt fragen. Vielleicht hat er darüber Informationen. Währenddessen habe ich ihm vermutlich schon geantwortet. Was wisst ihr über das Grabmal des Kenotaph? Achillus Grabmal. Nun, es ist nie ganz fertiggestellt worden. Ein Reliquienschrein, aber die Basilika ist unfertig. Von außen unterscheidet sie sich nicht wirklich von, sagen wir, einem Administratum-Gebäude. Kartier, die Hauptstadt. Dort findet ihr ihn. Das Ehrenmal ist gewaltig groß, beeindruckend, würde ich sagen. Aus schwarzem Marmor. Inmitten einer weit ausufernden feudalen Stadt. Holz benutzt man dort wohl. Klein und schlammbraun, die Gebäude. Nichts mit der Pracht dieser gewaltigen Zitadelle. Und nun ja, sie wurde bereits gebaut, als Achillus noch am Leben war. Allerdings hatte man nicht damit gerechnet, dass er so sehr frühzeitig stirbt, beziehungsweise verschwindet. Sein Verschwinden ist, wie gesagt, merkwürdig. Merkwürdig wie? Nun, niemand weiß genau, was passiert ist. Er ging verschwunden. Ich komme mal zu meinen Brüdern. Aber das hat nichts mit Karlak zu tun. Oder mit Kartier. Ich frage den Lord Prinzen. Diese Unterwasserstadt. Nun, die Unterwasserstadt, ja, davon redet man. Vor allem die Gemeinen dort draußen. Immer mal wieder gibt es Sichtung von einigen Fischern, wenn sie sich dann zu weit nach draußen wagen, oder von den Mechanikus-Priestern, wenn sie dort auf den Bollwerken sitzen und nun ihre Gerätschaften, ihre Ausbechse ins Wasser halten. Einige von ihnen verschwinden auch. Nun, aber bisher hat noch niemand wirklich, selbst von den Bollwerken aus, diese Stadt kartografieren können. Es sind Gerüchte. Vor allem gespeist aus den Vorstellungen der Urbevölkerung. Wo soll sich diese Unterwasserstadt ungefähr befinden? Nun, es gibt Schriften von einem alten terranischen Propheten. Ich zitiere: Ab und zu gewährt mir das Meer in der Nacht einen flüchtigen Blick auf das, was in der Tiefe schlummert. Oft sehe ich nicht, was ist, sondern das, was gewesen ist und das, was sein wird, denn der Ozean ist älter als selbst die Berge. Versteht ihr? Nun, ich schnaube über internen Funk. Was ein Blödsinn. Auf der südlichen Seite des Kontinents. Die Stürme verhindern leider, dass wir allzu viel Forschung dort treiben können. Es gibt zwar einige Unterseeboote, die dort fahren,
vor allem von den von diesen Bastionen aus, von den Bollwerken aus. Jedes Bollwerk ist mit verschiedenen Forschungsbedarf ausgestattet. Da müsstet ihr allerdings das Adeptus Mechanicus fragen. Die lassen sich nicht gerne in ihre Karten gucken.